Dir der Picklebreak Review ganz schnell. Wir benutzen das mittlerweile schon seit mehreren Monaten und mein Freund hat eins, wo ganz viele U's drauf sind und ich habe eins, wo ganz viele M's drauf sind. Das ist schon sozusagen unsere zweite und dritte Flasche, weil unsere erste haben wir uns geteilt und haben die übelst schnell leer gemacht, beziehungsweise mein Freund, der hat auch schon das hier so gut wie leer gemacht, während ich meins noch so gut wie voll habe. Und ich habe jetzt nicht so krasse Akne, muss ich ehrlich gestehen, aber ich habe hormonell bedingt kriege ich immer wieder so einen krassen Pickel, vor allem im Wangenbereich, so hier so. Und das sind dann halt auch so richtige Pickel, die extrem wehtun und wo dann halt auch das so ein bisschen unterirdisch ist. Und davon habe ich dann halt auch eigentlich immer so eine Pickelnarbe. Aber dieses Pickle Break, das finde ich, hilft dabei, dass es ein bisschen schneller heilt. Und das tupfe ich dann so auf den Pickel auf, während er noch frisch ist oder bevor er sozusagen auch kommt. Ich spiele ihn schon, dann tupfe ich das schon so rauf. Und jetzt so, damit das auch so ein bisschen schneller abheilt hier, tupfe ich das auch so drauf. Anfangs habe ich das mit einem Wattepad gemacht, beziehungsweise diesen Wattestäbchen, aber das saugt so viel von dem Produkt auf, dass ich das jetzt nur noch mit dem Finger so mache. Und ich glaube, dann spart man ein bisschen Produkt und hat auch weniger Müll. Was ist enthalten? Power gegen Pickel mit Esser, Hautunreinheiten mit Teebaumöl, Provitamin B5, Süßholzwurzel, Baumflechten unter anderem. Betroffene Stellen punktuell abtupfen, nicht großflächig anwenden und nicht in die Augen bringen. Flasche stets gut verschließen, vor Licht und Wärme schützen. Steht bei uns im Badezimmerschrank und oder bei mir hier auch in der Schublade. Ur nimmt das sogar mit auf seine Geschäftsreisen, weil er einfach ohne nicht mehr kann. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich manchmal nehme ich mir das einfach so und mache mir das auch so hier so. Weil das auch so Stellen sind, wo ich ganz starke Mitesser bekomme. So hier so, ne? Da versteckt sich das immer ganz schön. Aber ich muss sagen, ich finde es gut und wir werden uns wahrscheinlich noch die vierte Flasche holen. Oder ich probiere was Neues aus. Mal sehen. Aber bisher finde ich es das beste Anti-Pickel-Produkt, was ich so ausprobiert habe. Deswegen meine Empfehlung an euch aus der Drogerie. Ich habe das nämlich aus dem Rossmann.